Hey ihr Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es ein ganz spezielles Video zum Jahresabschluss. Ich möchte das Jahr beenden mit dem Hauptthema Lidschattenpaletten. Ich habe hier vor mir 41 Lidschattenpaletten liegen, die ich das Jahr über ausgiebig getragen, getestet, benutzt habe und habe diese 41 Paletten in eine Reihenfolge gebracht. Von der Palette, die mir am wenigsten gefallen hat, hin zu der Palette, die mir am allermeisten gefallen hat. Und dieses Ranking möchte ich euch heute gerne zeigen. Ja, es ist das letzte Video dieses Jahr und ich möchte in das neue Jahr starten mit einem etwas überarbeiteten Videokonzept. Ich habe mir einfach angeguckt, welche Videos werden viel geklickt, welche Videos kommen gut bei euch an, welche wiederum nicht so sehr. Und die, die einfach wenig geschaut werden, die wenig Resonanz bekommen, die möchte ich nicht mehr machen bzw. nicht mehr so oft machen. Dementsprechend werden diese bunt gemischten Monatsfavoriten wegfallen, genauso wie ja, Full Face Only Using. Ich werde zwar meine Alphabet-Schminkreihe noch zu Ende führen, aber dann werde ich mich wirklich hauptsächlich auf zwei Sachen hier auf meinem Kanal konzentrieren. Das sind einmal natürlich die Make-up-News, die ihr super gerne schaut. Ich werde wieder regelmäßig DM und Rossmann Neuheiten-Videos rausbringen. Natürlich weiterhin auch eure geliebten Limited Edition News, die mir auch immer super viel Spaß machen. Und es wird als zweites Hauptthema um Lidschattenpaletten gehen, weil das ist einfach das Produkt oder die Produktart, für die mein Herz einfach am meisten schlägt, wo ich mich am liebsten mit auseinandersetze und deswegen wird es vermehrt Videos zu Lidschattenpaletten geben. Natürlich gibt es auch noch weiterhin andere Schminkprodukte auf meinem Kanal, also zum Beispiel diese monatlichen Ranking-Videos von verschiedenen Produkten, die möchte ich gerne fortführen, weil die mir persönlich sehr viel Spaß machen. Review-Videos werden auch weiterhin kommen, First-Impression-Videos, so wie ihr das kennt, aber eben diese zwei Hauptthemen wird es geben, auf die ich mich fokussieren werde. Ja, ich hoffe, das ist in eurem Interesse. Wenn ihr da noch irgendwelche Wünsche und Anregungen habt, dann schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Und ja, jetzt würde ich sagen, wechsle ich nochmal schnell den Akku, denn der blinkt. Und dann zeige ich euch meine 41 Lidschattenpaletten aus 2021. Ich habe natürlich zu allen Paletten auch Swatches, Tragebilder, Nahaufnahmen. Also ich werde sie euch wirklich so gut zeigen und darstellen wie möglich. Ich habe mir auch jedes Mal, wenn ich eine Palette benutzt habe, die in dieses Video kommen sollte, so ein paar Notizen gemacht, damit ich noch weiß, was mir daran vielleicht besonders gut oder eben auch nicht so gut gefallen hat. Okay, kommen wir zu Platz 41. Das ist diese Palette hier von Catrice aus dem Frühlingssortiments-Update aus diesem Jahr. Das ist die Peach Origin Palette aus dieser Pro Slim Reihe. Normalerweise mag ich die Pro Slim Reihe sehr, sehr gerne. Die wird vielleicht auch nochmal auftauchen. Aber diese Palette hier mag ich einfach nicht und ich kann direkt auch Platz 40 dazu holen. Das ist nämlich die zweite Variante davon, die Lavender Breeze Palette. Ich habe mich sehr auf die Paletten gefreut, muss ich sagen, weil ich, wie gesagt, diese Reihe bis dahin sehr, sehr gut fand, sehr überzeugend, toll pigmentiert. Aber irgendwie ist es bei diesen Paletten ein bisschen schief gegangen. Bei der hier kann ich es vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen, weil sie eben ja teilweise sehr, sehr helle, sehr, sehr zarte Farbtöne drin hat, so wie dieses Lavendel, dieses Rosé und einige Beige-Töne. Da kann man natürlich jetzt nicht so eine mega intensiv, farbintensiven Augen-Make-ups erwarten, aber ich habe doch mehr erwartet, als ich in dieser Palette bekommen habe. Die Farben sind ja, einfach ein bisschen zu schwach, finde ich, pigmentiert. Da wäre viel mehr gegangen. Catrice kann es viel besser. Genauso natürlich bei dieser Palette. Die habe ich noch einen Tick dahinter geordnet, weil mir hier das Farbschema zum Beispiel nicht
nicht so gut gefällt wie hier. Also hier finde ich, ist es wirklich eine schöne Frühlingspalette, was die Farben betrifft. Hier ist es eine sehr, ja, schon recht beliebige Palette. Ich habe mich am meisten tatsächlich auf diesen Ton hier gefreut. Diesen wirklich eigentlich sehr schönen peach-goldigen Ton. Und der ist super, super schwach. Der kommt auf dem Auge einfach nicht so schön rüber und hat mich einfach sehr enttäuscht. Deswegen sind das die beiden Paletten, die die letzten Plätze belegen. Platz 39 ist leider ebenfalls eine Catrice-Palette. Und zwar die erst kürzlich erschienene Disney Princess Ariel-Palette. Das ist die bisher einzige Palette aus dieser Kollektion, die ich benutzt habe. Und ich war sehr, sehr enttäuscht davon einfach. Ich hatte schon in dem Video, in dem Haul-Video, wo ich sie euch das erste Mal gezeigt hatte, erzählt. Es ist zwar so, dass die Farbnamen zum Film passen, also es gibt die Charaktere wie Ursula, Sebastian, Erik, Fabius bzw. Flounder auf Englisch, die gibt es, aber die Farben passen nicht dazu. So ist zum Beispiel Ursula rot. Passt für mich, wenn dann, zu Sebastian. Also das hätte man zum Beispiel tauschen können, dann wäre Ursula so ein dunkler Ton gewesen. Das hätte ich noch durchgehen lassen. Normalerweise denkt man bei Ursula natürlich an Lila. Triton ist so ein, ja, Cremeton. Da hätte zum Beispiel Gold für die Krone und den Dreizack viel besser gepasst. Also ich finde einfach, da ist sehr viel Potenzial nicht ausgeschöpft worden. Was ich dagegen sehr toll finde, sind diese besonderen Formen dieser Palette und auch die Prägungen in Form von Muscheln in diesem Fall. Also das ist schon wirklich toll. Was mir an der Palette aber auch wirklich nicht so gut gefallen hat, als ich sie benutzt habe, habe ich bei jedem Augen-Make-up gedacht so, okay, das hat jetzt irgendwie gar nichts Besonderes. Das waren wirklich sehr, sehr langweilige Looks, die ich da rausholen konnte, weil halt viele der Schimmertöne eher einen Topper-Charakter haben und gar nicht so wirklich viel Eigenfarbe. Also es sind nicht wirklich so richtig krasse metallisch leuchtende Farben, sondern eher, ja, leicht pigmentierte Schimmerfarben. Das finde ich ein bisschen schade, weil es eben auch so viele sind. Dann sind es auch viele ähnliche Farbtöne. Ja, also im Nachhinein habe ich wirklich gedacht, Nina, beim nächsten Mal vielleicht nicht sofort die Scheuklappen aufsetzen, wenn du eine Disney LE entdeckst, und einfach alles daraus kaufen, was Lidschattenpalette im Namen trägt, weil diese Palette, ehrlich gesagt, hätte ich in meiner Sammlung nicht gebraucht. Platz 38, auch die Palette hatte ich euch bereits in einem Ranking gezeigt im Laufe des Jahres. Das ist die ColourPop That's Taupe Palette. Das ist einfach auch eine Palette, die mich sehr enttäuscht hat. Denn ich habe vorher, bevor ich sie bestellt hatte, nur Gutes von dieser Palette gesehen, gehört, gelesen. Die war wirklich sehr, sehr gut bewertet. Und irgendwie hat die mich auch einfach enttäuscht, weil meine Erwartungen vielleicht auch zu hoch waren. Also farblich ist das natürlich eine tolle Palette rund um die Farbe Taupe. Also so ein Graubraun, es sind so ein paar Silber-Schimmertöne mit dabei. Die sind an sich auch nicht schlecht pigmentiert, aber die Looks damit fand ich einfach auch überhaupt nicht besonders, sondern sehr, sehr dezent, sehr, also bei mir ist das so, wenn ich ein Augen-Make-up trage, sehe ich das natürlich den Tag über mehrmals im Spiegel, ne? Wenn ich im Bad bin oder so zum Beispiel und am Spiegel vorbeigehe, mir die Hände wasche und so weiter, dann sehe ich natürlich das Augen-Make-up so. Und dann gibt es eben Augen-Make-ups, wo ich denke so, oh, das sind wirklich tolle Farben, es ist eine tolle Farbkombination oder es ist ein besonders schöner Schimmerton oder ein besonders toll intensiver matter Ton. Und da habe ich es einfach nie gedacht. Ich habe damit 3 Augen-Make-ups geschminkt und jedes Mal habe ich gedacht so, ja, irgendwie langweilig. Und deswegen ist die Palette bei mir leider auch sehr weit hinten gelandet.
Platz 37, ich glaube, gleich werde ich die Nummern nicht mehr ansagen, sondern nur noch einblenden, weil ich kann mir das nicht merken. Platz 37 geht an die BH Cosmetics Mrs. Bella All Eyes on You Palette. Das ist diese kleinere Variante. Es gab ja auch vorher schon zwei Mrs. Bella Paletten, die ich persönlich besser fand. Diese hier ist zwar von den Farben her wirklich ganz schön, also sind schöne Pink, Beeretöne mit drin, gemixt mit so Gold und Kupfer. Also an sich wirklich Farben, die ich gerne mag. Also farblich habe ich daran nichts auszusetzen. Auch designtechnisch finde ich die sehr, sehr schön. Trotz der kleinen Größe hat sie einen Spiegel mit drin. Und diese goldenen Ränder um die Fännchen beispielsweise finde ich auch immer schön bei Paletten. Was mir daran nicht so gut gefallen hat, ist, dass für mich persönlich eine dunkle Farbe fehlt. Der dunkelste Farbton ist entweder dieses Violett oder dieses Braun. Und ich finde, ich hätte noch gerne einen noch dunkleren Ton gehabt, um richtig schön Tiefe in das Augen-Make-up zu bekommen, so richtig schön schattieren zu können. Das fehlt mir hier auf jeden Fall. Ansonsten finde ich diese drei Schimmertöne, also besonders diese zwei Schimmertöne, ein bisschen zu ähnlich. Wobei das hier deutlich mehr ins Goldene geht, das hier mehr ins Rosé-Stichige geht. Es passt zwar schon alles zusammen, aber ich finde, ein, zwei Töne hätte man da noch ein bisschen anders machen können. Einmal dunkler, einmal vielleicht noch ein... Ja, vielleicht noch einen stärkeren Rosé-Gold-Farbton zum Beispiel. So ein kleines Highlight noch. So ist es eine nette Palette, aber eben sie hat nicht so wirklich was Besonderes an sich. Als nächstes auf meiner Liste habe ich die Essence Daily Dose of Love Lidschattenpalette. Die gibt es, glaube ich, in der Theke nicht mehr. Die wurde ausgelistet, aber es gibt diese Paletten weiterhin online. Deswegen zeige ich sie euch hier. Ich werde euch übrigens natürlich wie immer alle Produkte, die ich finden kann zum Verlinken, in der Infobox verlinken. Und diesmal werden es alle sein. Ich habe extra darauf geachtet, dass kein Produkt mit dabei ist, das es nicht mehr gibt. Stand jetzt. Ich hoffe, wenn das Video hochlädt, ist es auch immer noch der Fall. Ja, diese Essence-Palettenserie, die ist erstmal ganz süß designt. Das ist einfach so eine Pappschachtel sozusagen, ohne Plastik, mit so einem Gummiband als Verschluss. Finde ich ganz süß, auch ohne Spiegel. Und dann sind das diese neuen Farben hier. Ist einfach sehr kompakt und süß. Und das ist auch wirklich eine Palette, die ist, genau wie die Mrs. Bella-Palette, sehr solide. Es sind schöne Farben, finde ich, sowohl matte als auch so fein, gleichmäßig schimmrige, metallische Töne. Das ist einfach eigentlich sehr, sehr ähnlich zu der Mrs. Bella Palette. Auch hier hätte vielleicht noch ein so ein richtig krasser, besonderer Farbton drin sein können für meinen Geschmack. Ist es jetzt nicht, aber trotzdem fand ich die Augen-Make-ups mit dieser Palette ganz schön. So, jetzt nicht super besonders, aber ganz schön. Weswegen die Palette einen Platz höher gerankt ist als diese hier, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Die hier von BH Cosmetics ist einfach ein bisschen teurer. Die hier ist wirklich super günstig, deswegen hat die dafür noch so einen Mini-Pluspunkt bekommen. Ansonsten gefallen sie mir beide recht gut. Dann habe ich als nächstes eine Palette von Riva Loves Me, und zwar die Into the Jungle Palette aus dem Standardsortiment. Die ist dagegen jetzt mal etwas bunter und deswegen ist sie bei mir auch etwas höher gerankt als die letzten. Ich finde auch hier das Preis-Leistungs-Verhältnis super, super gut. Also die Palette, ich überlege gerade, kostet die 5 oder 6 Euro, irgendwie so auf jeden Fall für diese vielen Farben, die ihr bekommt, ist es nicht viel. Und ihr bekommt auch wirklich eine ordentliche Qualität. Also ich kann hier auch überhaupt nicht meckern. Wir haben hier einen sehr guten Mix aus matten und schimmernden Farben. Auch wirklich ganz gut pigmentierten schimmernden Farben. Und ja, kann man eigentlich nichts mit verkehrt machen, wenn man die Farben gerne mag. Es sind viele Möglichkeiten, die ihr mit dieser Palette habt, die ihr mit dieser Palette schminken könnt. Ihr könnt was Grünliches machen, ihr könnt was Bäriges machen, was so Peach-Koralle-Golden ist. Ihr könnt die Farben natürlich mixen, Grün und Gold. Passt auch super gut zusammen zum Beispiel. Also
Die Palette hat mir auch wirklich recht gut gefallen. Ist nicht meine Lieblingspalette, also es gibt einfach Paletten, die ich vom Farbschema her spannender oder schöner, ansprechender finde. Aber sie ist gut, kann ich nicht meckern. Dann als nächstes die zweite Palette aus dieser Daily Dose Of Serie, und zwar die Energy Variante. Das ist die zweite Palette, die ich aus dieser Serie habe. Es gibt auch noch eine dritte, die habe ich aber nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Palette heißt. Die hat auf jeden Fall so Blau-Grün-Töne noch mit drin. Ja, die Energy Palette, die besteht aus sehr warmen Tönen. Diese drei Töne hier finde ich wirklich super schön. Dieses Rot, Weinrot und dieses wirklich richtig schön dunkle Braun gefallen mir sehr gut. Ein paar hellere, peachige, altrosa Töne. Das Einzige, was mir an dieser Palette nicht gefällt, was echt ein doch großer Minuspunkt ist, weswegen sie nicht höher gerankt ist, ist dieser Goldton in der Mitte, der nämlich fast gar keine Farbe abgibt. Also da sieht man wirklich nur so einen ganz kleinen Hauch an goldenem Glitzerschimmer. Aber ich glaube einfach, da ist ein bisschen was schiefgegangen bei diesem Ton. Ich glaube, der ist einfach ein bisschen zu fest gepresst worden oder so. Der funktioniert fast überhaupt gar nicht. Weswegen natürlich der interessanteste Farbton eigentlich dieser Palette fehlt. Und deswegen deutlicher Punkt Abzug, sonst wäre sie höher gerankt. Dann als nächstes eine Palette, zu der ich ein eigenes Video gedreht habe, was ich euch auch gerne unten in der Infobox mal verlinken kann. Es ist die Dreamy Palette von Nabla. Die, ja, überzeugt erstmal durch ihr Packaging. Das ist wirklich einfach nur eine 1 plus mit Sternchen. Wunderschön. Und von innen schaut sie so aus. Auch richtig schöne Farben. Gefällt mir extrem gut, dieses Zusammenspiel aus so Beere-Lila-Tönen mit einem Gold mit so einem Rosé-Gold, also wirklich extrem tolle Farbkombination. Was mir in dieser Palette nicht gefällt, sind diese beiden Lila-Töne hier. Die funktionieren nämlich relativ schlecht. Die sind irgendwie, also vor allem der dunkelste Lila-Ton hier, der ist irgendwie von der Formulierung her sehr bröselig, sehr ungleichmäßig. Ja, sieht im Fändchen viel schöner aus, als er aufs Auge kommt. Und bei dem hier war ich auch so ein bisschen enttäuscht. Auch der kommt aufs Auge einfach nicht so schön, wie er im Fändchen ist. Und deswegen gab es bei der Palette leider auch deutlichen Punktabzug. Aber trotzdem ist es eine schöne Palette. Ihr könnt mit den anderen Farben, also die beiden Farben, ja, sie sind nicht gänzlich unbrauchbar, aber sie sind eben nicht gut. Aber mit den anderen Farben könnt ihr wunderschöne Augen-Make-ups schminken und ja. Deswegen mag ich die Palette trotzdem, aber wie gesagt, nicht zu 100%. Dann haben wir als nächstes wieder eine, oder habe ich, als nächstes wieder eine BH Cosmetics Palette, und zwar die Summer in Saint-Tropez Palette. Ich meine, dass es die noch gibt. Ja, das ist auch eine sehr bunte Palette. So schaut sie aus. Finde ich auf den ersten Blick, also auch hier Packaging, super, super toll. Bei der Palette habe ich das Problem, dass ich diese vier Farben fast gar nicht verwende. Ich mag Blau nicht so gerne auf meinem Auge tragen, nicht so gerne in meinem Augen-Make-up. Manchmal so in Kombination mit einem richtig schönen Braun- oder Beereton kann das ganz gut sein. Werdet ihr auch bestimmt noch in dem ein oder anderen Augen-Make-up, was ich euch heute noch einblende, sehen. Aber ja, das sind einfach keine Farben, zu denen ich als erstes greifen würde. Und bei diesem Rotton ist es noch mehr der Fall. Also wirklich so ein krasses, leuchtendes Rot kann ich in meinem Augen-Make-up irgendwie so gar nicht verwenden. Ich mag zwar rötliche Töne, aber so ein Knall, Tomatenrot, ist irgendwie nicht so mein Ding. Dieses starke Pink auch nicht so sehr. Deswegen, wenn man von diesen vier Tönen absehen würde, wäre die Palette zwar auch ein bisschen langweiliger, aber die anderen Farbtöne finde ich persönlich sehr, sehr schön. Vor allem diese beiden Schimmertöne hier, die sind wirklich ganz, ganz toll. Der ist hier so leicht silbrig-bläulich, der hier ist so ein bisschen grünlich. Wirklich sehr schön. Ich mag auch das Gelb total. Was leider auch noch einen Punkt Abzug gibt, ist der Ton hier, dieser lila Ton, der leider auch nicht so stark ist von der Pigmentierung her.
Aber trotzdem ist diese Palette ein bisschen höher gerankt als die anderen, weil ich die Augen-Make-ups damit noch ein bisschen schöner fand einfach. Als nächstes kommt die Naked 3 Palette von Urban Decay ins Ranking. Die habe ich schon relativ lange. Ich habe sie mal von Jan geschenkt bekommen. Ich habe das schon öfter gesagt. Ich habe euch diese Palette schon öfter gezeigt. Es ist für mich, sage ich immer wieder, so eine perfekte Braut-Augen-Make-up-Palette. Also solltet ihr jemals heiraten und ein Augen-Make-up wollen, kann ich euch zu dieser Palette absolut raten. Es sind für mich so richtig schöne Farben, die aber nicht zu auffällig sind. Also euer Augen-Make-up damit wird einfach dezent, aber trotzdem schön und nicht unsichtbar. Also, ne? Es ist einfach nicht so stark, in keinster Weise bunt. Ich mag diese gedeckten Rosé-Töne sehr, sehr gerne. Und wenn ihr jetzt nicht gerade diesen dunkelsten Ton benutzt, sondern euch eher so in diesem Spektrum hier bewegt, ist es für mich so ein perfektes, leichtes Augen-Make-up. Und ja, es ist eine alte Urban Decay-Palette, die neuere Formulierung, also gerade so, was die Naked Honey Palette zum Beispiel anbetrifft, ist einfach stärker. Ne? Früher waren diese Paletten absolut gehypt, heute will die keiner mehr haben, so ungefähr, weil einfach die Qualität mittlerweile so aufgeholt hat. Ja, aber trotzdem ist es eine wunderschöne Palette für alle, die eher dezente Augen-Make-ups mögen gerne diese Rosé-Töne tragen, ohne dass es eben zu Barbie-mäßig wird. Für die ist es eine super Palette. Dann habe ich als nächstes eine kleinere Palette von der Marke GOT2BE. GOT2BE hat ja jetzt in diesem Jahr das erste Mal Make-up-Produkte rausgebracht. Und ich habe hier die Fabulize Palette in der Variante See You at Sunset. Die schaut so aus. Sehr schönes Farbspektrum, finde ich. Sehr mein Geschmack. Und auch hier haben wir zum Beispiel so einen Rosé-Gold-Ton, den ich sehr, sehr schön finde. Generell, es ist, also ich kann das mal vergleichen, zum Beispiel mit der Mrs. Bella Palette, die ja auch schon so ein bisschen ähnlich ist, würde ich sagen, vom Farbschema. Und hier habe ich zum Beispiel diesen dunklen Schattierungston, der mir hier zu hell war. Ich habe hier diesen besonderen Rosé-Pink Goldton, den ich hier so ein bisschen vermisse. Also da kann ich einen sehr guten Vergleich ziehen, weswegen ich diese Palette einfach um einiges höher ranke, weil die für mich wirklich eine schöne, komplette, kleine, handliche Palette ist. Ja, wir haben Highlighter-Ton drin, wir haben einen Ton für die Lidfalte, Toppertöne, Schattierungston. Ist für mich eine super gute Palette. Ja. Darauf folgen auch nochmal kleine Paletten. Die habe ich jetzt als eine Palette zusammengefasst. Die wollte ich jetzt nicht einzeln nennen. Das sind die Five in a Box Lidschattenpaletten von Catrice aus dem Standardsortiment. Ich habe sie ja in eigentlich insgesamt 4 Farben. Die neueste Palette davon habe ich aber noch nicht ausprobiert. Diese schon, dazu kann ich euch Augen-Make-ups einblenden. Es ist einmal die 010 Golden Nude Look. Was ich an diesen Paletten schön finde, ist natürlich einmal dieses kleine Kompakte. Der Preis ist niedrig und ihr habt trotzdem eine Palette für ein komplettes Augen-Make-up. Ihr habt hier in der Mitte einen Ton für die Lidfalte zum Verblenden der anderen Farben. Ihr habt einen Schattierungston, ihr habt einen hellen Ton, mit dem ihr nach oben hin aussoften könnt. Ihr habt einen Highlighter-Ton und einen Ton für das bewegliche Lid. Perfekt. 5 Farben reichen mir für ein komplettes Augen-Make-up vollkommen aus. Ja, und deswegen sind es für mich trotz dieser kleinen Größe komplette Paletten. Die 020 habe ich noch. Das ist Soft Rose Look. Die ist so ein bisschen kühler mit so einem, ja, Mauve-Ton in der Mitte, also Hauptfarbe würde ich sagen. Und dann habe ich noch die 040 Modern Smoky Look mit diesem Blau als besondersten Farbton. Ja, klein, kompakt, günstig, süß, gut. Ja,
Kann ich auch nicht meckern. Weswegen sind die nicht höher gerankt? Es sind relativ unspektakuläre Looks, die ihr damit schminken könnt. Deswegen sind andere Paletten für mich einfach spannender. Ein Platz höher gerankt ist die Make-up Obsession Palette. Wear So, wenn ich es richtig ausspreche. You Got This Eyeshadow Palette. Ja, schaut von außen erstmal ganz cool aus, weil sie so Eulen aufgedruckt hat. Und von innen hat sie wirklich wunderschöne Farben und auch diese Eulen eingeprägt in einige Farben. Die obere Reihe ist komplett matt, die untere Reihe bis auf den letzten Ton ist ebenfalls komplett matt. Und dann haben wir eben 4 plus eine Schimmerfarbe. Ich mag die Looks damit, es sind wirklich absolut meine Farben. Ich finde diese Brauntöne sehr schön, auch wenn ich finde, es sind sehr viele Brauntöne und es sind auch ähnliche Brauntöne, also ein, zwei weniger wären auch okay gewesen. Ich finde dieses Pink und dieses Lila oder Flieder sehr schön in der Kombination und vor allem finde ich diese Schimmertöne sehr schön. Also ihr könnt so das Augen-Make-up außenrum mit diesen Brauntönen aufbauen, dann als so ein bisschen Farbtupfer auf dem beweglichen Lid beispielsweise oder in der Lidfalte einen von diesen Tönen hier und dann eben als Topper einen dieser Schimmertöne drauf geben. Dieser Ton ist auch noch so ein bisschen besonders, der schimmert nämlich so lila, aber auch bläulich und ja, ist eine schöne Palette, vor allem so vom Farbschema her. Auf meinem nächsten Platz ist die Udens Eye Elva 1 Palette gelandet. Das ist eine schwedische Make-up-Marke und ja, es ist auch optisch wirklich eine schöne, ansprechende Palette, auch wieder mit diesen Goldrändern um die Fännchen herum. Auch absolut mein Beuteschema, was die Farben betrifft. Ich hatte euch diese Palette erst in meinem letzten Make-up-Ranking aus dem November gezeigt. Auch hier ist so das kleine Problem, was ich mit der Palette habe, weswegen sie nicht besser bewertet wurde von mir, dass einige Farben, ich spreche so von denen hier vor allem, erstmal sehr ähnlich sind. Auch da wäre vielleicht noch mehr Farbspiel drin gewesen. Und es sind auch viele Topper-Shades drin, die einfach auch ja nur über einem weiteren Lidschatten wirklich zur Geltung kommen und nicht alleinstehend sind. Das finde ich ein bisschen schade hier, gerade bei dieser etwas größeren Palette. Es hätten 1, 2 Toppertöne dabei sein können und die anderen hätte ich mir gerne einfach ein bisschen intensiv metallischer gewünscht. Weswegen die Palette ja eher so im Mittelfeld gelandet ist. Mein Fuß ist eingeschlafen, zum ersten Mal, das wird noch weitere Male passieren. Dann als nächstes eine Palette von Colourpop wieder, und zwar die Sweet Talk Palette. Ich liebe das Packaging dieser Palette. Ich mag die Farben sehr, sehr gerne. Ich finde dieses Holographische im Hintergrund sehr, sehr cool. Die Palette ist wirklich sehr intensiv pigmentiert. Es sind wirklich sehr, also farbintensive und leuchtende Augen-Make-ups dabei rausgekommen. Was mich daran ein bisschen stört an der Palette, sind 2 Pressed Glitters. Habe ich schon oft drüber gesprochen. Pressed Glitters, also Pressed Glitters sind, für alle, die es nicht wissen, also purer Glitzer, den ihr euch aufs Auge gebt. Ganz, ganz, ganz großer heißer Tipp, den ich dieses Jahr wirklich lieben gelernt habe. Benutzt eine Glitter Base, einen Glitter Glue dafür, damit euch eben nur wenig Glitzerpartikel ins Gesicht runterbröckeln. Ich persönlich habe den Glitter Glue oder die Glitter Base, nee, Glitter Glue glaube ich, von NYX. Bisher getestet, komme damit sehr gut klar. Trotzdem landen immer noch einzelne Partikel im Gesicht, aber es ist deutlich besser und tragbarer und machbarer als ohne Glitter Glue.
Ja, trotzdem finde ich hier die Pressed Glitters, ich finde sie einfach auch nicht so schön. Der hier ist noch so ein bisschen besonders, weil er so ein bisschen verschiedenfarbig schimmert. Hier haben wir so ein ganz, ganz warmes Gold. Das gefällt mir irgendwie nicht so richtig gut. Wäre da nur ein Pressed Glitter drin gewesen, wäre es okay gewesen, aber ich finde einfach zwei für die Menge an Farben zu viel. Das ist mein Kritikpunkt an dieser Palette. Ja, Punkt. Als nächstes habe ich diese süße Palette hier von I Heart Revolution, die Disney The Aristocats Marie Palette, Stay Sassy. Ich liebe Mariechen, ich liebe Aristocats den Film, deswegen liebe ich auch die Palette. Von innen sieht sie so aus. Ich mag per se Paletten nicht so gerne, die von beiden Seiten bestückt sind. Also auf der einen Seite darf gerne ein Spiegel sein oder auch nicht. Aber ich finde es persönlich besser, wenn eine Palette nur aus einer Seite Farben besteht. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, du hast doch jetzt doppelt so viele Farben, das ist doch eigentlich ganz schön. Ja, ist natürlich auch so gesehen ein Argument, aber irgendwie finde ich es einfach so für die Optik ein bisschen vollgepropft. Ja, zudem sind die Lidschatten von der Pigmentierung her okay, sag ich mal. Also preis-leistungstechnisch für diese vielen Farben, die ihr bekommt, ist es okay. Aber ich hätte es persönlich besser gefunden, wären es nur halb so viele Farben und die dann aber dafür ein bisschen besser pigmentiert. Weil einige Farben sind wirklich nur sehr durchschnittlich. Ja, trotzdem muss ich sagen, haben mir die Augen-Make-ups mit dieser Palette gut gefallen. Also die Farben haben trotzdem auf dem Auge ganz gut funktioniert, auch wenn man sie vielleicht teilweise ein bisschen aufbauen, schichten musste. Aber an sich haben die mir trotzdem gefallen. Zudem finde ich es ganz schön, dass auch alle diese vielen Farben zum Film passenden Namen haben. Und da finde ich, ist es auch ein bisschen besser gelungen, die Farben den Charakteren anzupassen. Zum Beispiel die Farbe Marie ist natürlich rosa, weil Marie diese rosa Schleife hat. Wir haben Toulouse. Toulouse Fellfarbe ist ungefähr so ähnlich wie dieser Farbton. Thomas O'Malley, naja, ist so eine rötlich, es hätte ein bisschen orangiger sein können, aber zumindest passt es einigermaßen. Roquefort, die Maus, hat so ein Grau, dunkelgrau. Es ist besser gelungen als bei der Ariel-Palette von Catrice und deswegen gefällt mir die Palette auch um einiges besser. Als nächstes kommt eine Palette auch aus der Revolution-Familie, aber von Revolution Make-up. Und das ist die Forever Flawless Allure-Palette. Ich liebe auch hier das Packaging. Und ja, das ist einfach so, so schön. Und für alle, die fleißig dieses Video gucken, gibt es jetzt eine kleine heimliche Verlosung. Denn diese Palette habe ich doppelt und die zweite Ausführung möchte ich euch gerne verlosen. Schreibt einfach in euren Kommentar, den ihr unter dieses Video schreibt, als letzten Satz sozusagen, liebe Grüße aus... Und dann entweder euer Bundesland, wenn ihr euren Wohnort nicht verraten möchtet, oder einfach euren Wohnort direkt. Na, also ich würde zum Beispiel schreiben, liebe Grüße aus Schleswig-Holstein. Dann weiß ich, dass ihr an dieser Verlosung teilnehmen möchtet, dass ihr das mitbekommen habt. Also ja, schreibt einfach irgendwas in die Kommentare und zum Schluss liebe Grüße aus, je nachdem, wo ihr herkommt. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und ja, ich werde dann in ein, zwei Wochen, denke ich mal, einen Gewinner, eine Gewinnerin auslosen und dann direkt anschreiben. Ja, zurück zur Allure-Palette. Die sieht von innen so aus. Hat auch wunderschöne, bärige Farben. Ja, sowohl matt als auch schimmernd. Was ich am Anfang gedacht habe bei dieser Palette, es sind viele ähnliche Farben drin.
Wie sieht es mit den Augen-Make-ups aus? Die werden wahrscheinlich auch sehr ähnlich sein. Da muss ich aber sagen, es war gar nicht so extrem wie gedacht. Denn diese Palette hat schon so einen kleinen Unterschied an Schimmerfarben drin. Also es sind einige sehr stark pigmentierte metallische Farben. Es sind aber auch ein paar leicht pigmentierte, etwas gröber schimmernde Topper mit dabei. Also hier ist es einfach ein guter Mix aus verschiedenen Finishes und dadurch wird die Palette so ein bisschen spannender, als sie im ersten Moment wirkt. Und deswegen hat sie mir auch wirklich ganz gut gefallen. Als nächstes habe ich wieder eine Catrice Palette und zwar die Nude Peony Palette. Die gibt es, ich glaube, mittlerweile sogar in der größeren Drogerietheke, aber auf jeden Fall ansonsten online. Und diese Palette ist auch wirklich wunderschön. Es ist so ein, ich weiß gar nicht, ist es wirklich ein Dupe? Auf jeden Fall optisch ist es ein Dupe zur Huda Beauty Nude Palette, die ich jetzt aber nicht habe. Also ich kann das nicht vergleichen. Wir haben viele matte Farben drin. Wir haben auch hier so einen fein, gleichmäßig schimmernden Ton, etwas gröber schimmernde Töne. Auch einen Pressed Glitter, aber nur einen. Das finde ich dann in Ordnung bei der Menge an Farben, so im Verhältnis. Und was ich besonders gut finde an dieser Palette, wir haben einen Cremeton mit dabei, den man halt wunderbar benutzen kann als Base oder als Cut Crease. Also wenn ihr einfach eine klebrige Lidschattenbase haben wollt, auf der einfach die Farben besser und kräftiger und leuchtender zur Geltung kommen, dann könnt ihr diese Base auf euer ganzes bewegliches Lid tupfen zum Beispiel. Oder wenn ihr eben so die Umrandung eures Augen-Make-ups gemacht habt, aber zum Beispiel einen dieser Schimmertöne nochmal speziell und kräftig dann aufs bewegliche Lid machen wollt, dann könnt ihr nach den matten Farben diesen Ton hier verwenden, so ein bisschen auftupfen und darauf dann eben einen Schimmerton. Und ja, das funktioniert wirklich ganz wunderbar. Und das finde ich so, ist nochmal eine Besonderheit an dieser schönen Palette. Deswegen ist die ja doch schon im guten Mittelfeld, würde ich sagen. Als nächstes habe ich eine Palette von einer doch eher unbekannten Marke, würde ich sagen. Die Marke nennt sich Focalure. Das ist eine Marke aus China, also aus einem chinesischen Online-Shop. Bei dem ihr aber recht leicht bestellen könnt. Also ich habe das schon mehrfach gemacht. Ich habe dazu auch Videos gemacht, auch zu weiteren Produkten der Marke. Und ja, die Endless Possibilities Palette, die hat es in mein Ranking geschafft dieses Jahr. Ja, Endless Possibilities, der Name ist schon so ein bisschen Programm, weil ihr eigentlich von fast allen Farbtönen etwas dabei habt. Das finde ich erstmal ist schon ganz schön. Die Palette finde ich trotzdem nicht zu riesig, nicht zu überladen. Auch hier ist es ein super schöner Mix aus matten und schimmernden Farben, etwas gröber schimmernde, etwas fein schimmernde Farben, aber alles so gleichmäßige Sachen, also keine Glittertopper oder sowas sind dabei. Und ja, ich finde, da kann man wirklich sehr, sehr tolle Looks draus zaubern. Man hat wirklich super viele Möglichkeiten und es ist eine tolle Qualität. Als nächstes kommt meine zweite Palette für dieses Video von Rival Loves Me. Und zwar ist es die Out of Space Palette. Auch die Palette habe ich euch, glaube ich, in meinem 12 Monate 12 Paletten Video gezeigt, genau. Packaging 1, ich finde das wunderschön. Von den Farben her ist sie definitiv besonders. Sie ist sehr, sehr kühl. Sie hat einige bläuliche Töne drin, lila Fliedertöne, aber trotzdem auch zum Beispiel sowas ganz leicht Grünliches, ein Beerefarbton, auch was sehr Helles. Und ich finde die Palette, auch hier preis-leistungstechnisch, sowie die Jungle-Palette vom Anfang, wirklich überzeugend. Warum mir diese Palette besser gefällt, hat den Grund, dass sie für mich auch überraschend war. Normalerweise, Blautöne, hatte ich eben schon gesagt, sind nicht so meins. Aber in dieser Kombination zum Beispiel mit diesem wunderschönen gedeckten Rosaton, ganz, ganz toll. Und
Ja, es sind auch so ganz viele verschiedene Stufen an Schimmertönen mit dabei. Was ganz, ganz Leichtes, Dezentes, was etwas gröber Schimmriges, was Metallisches. Also ihr habt hier eine ganz gute Vielfalt drin, auch wenn natürlich auf den ersten Blick sich viele Töne sehr ähneln, aber sie haben alle was anderes und ein anderes Finish. Und das macht die Palette dann wieder spannender und deswegen... Ja, ist sie auch hier im guten Mittelfeld. Als nächstes habe ich wieder eine Catrice Palette. Auch die gibt es, glaube ich, nur online. Es ist die Orchid Dusk Palette. Auch das ein Dupe zur Huda Beauty. Ich weiß gar nicht, wie sich diese Palette nennt. Eine der ersten Huda Beauty Paletten auf jeden Fall. Vielleicht wisst ihr es. Irgendwas mit Rose. Ist ja auch egal. Ganz, ganz tolle Farbkombination, gefällt mir sehr gut. Alles ist ein bisschen dunkler angehaucht, ein bisschen intensiver. Und ja, auch hier haben wir einen ungefähr 50-50-Mix aus matten Tönen und Schimmertönen. Allesamt recht ordentlich pigmentiert, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, schöne Looks, die meinem Geschmack entsprechen. Wie gesagt, alles so ein bisschen dunkler, kräftiger angehaucht und ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Finde ich schön. Mag ich. Dann als nächstes die Golden Roses Palette von Mesauda Milano. Die wurde mir zugeschickt in diesem Jahr. Ihr seht vielleicht schon den ersten kleinen Minuspunkt an dieser Palette. Die Beschichtung, die ist super empfindlich. Also jeder Kratzer, der darauf kommt, ist zu sehen. Das ist nicht so gut gelöst, würde ich sagen, weil ansonsten sieht die Palette eigentlich relativ hochwertig aus, aber ist sie dann vielleicht doch nicht so. Innen gibt es einen großen Spiegel und diese Farbtöne hier. Wir haben hier interessante Farbtöne. Vor allem vielleicht, also ich finde, der sticht sofort ins Auge, dieser Duochrome-Farbton hier, der grünlich schimmert, aber auch bräunlich. Ihr seht es beim Swatchen. Ganz, ganz toll. Hier haben wir auch einen dunklen Lila-Ton, der super gut funktioniert. Der ist toll gelungen, was bei Lila nicht immer der Fall ist. Ihr habt es am Anfang schon gehört. Ja, es sind tolle Töne drin. Die Basistöne, sag ich mal, sind alle matt, bis auf diesen hier. Der ist auch matt, aber ist kein Basiston. Die anderen Farben hier sind alle schimmernd. Und wir haben auch hier einen Cremeton drin, diesmal allerdings nicht in einer Cremefarbe, sondern in Schwarz. Und der soll dafür sein, zum Beispiel einen Creme-Eyeliner ziehen zu können oder auch als schwarze Lidschattenbase. Wenn ihr zum Beispiel ein sehr dunkles Augen-Make-up wollt und dann dieses Schwarz mit einem dieser Schimmertöne toppt, dann kommt das natürlich nochmal richtig gut zur Geltung. Das habe ich persönlich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe damit bisher nur meinen Eyeliner gezogen, was ganz gut geklappt hat. Für einen etwas dezenteren Eyeliner, als ich ihn heute zum Beispiel trage mit meinem Eyeliner-Stift. Also wenn ihr den ein bisschen dezenter haben wollt, könnt ihr sowas gut verwenden. Funktioniert sehr gut. Ja, diese Palette hat wirklich so diese besonderen Farbtöne und Finishes mit drin. Dann als nächstes nochmal Catrice, die Neo Nude Palette. Die gibt es auch noch online, im Online-Shop. Und die schaut von innen so aus. Im ersten Moment denkt man sich vielleicht auch, bis auf jetzt diese drei Farbtupfer hier, ist die Palette eigentlich sehr langweilig. Kann man so sehen, aber ich finde, diese drei Farbtupfer reichen aus, um für mich ein wirklich sehr schönes, ansehnliches Augen-Make-up zu schminken, weil diese Farben halt wirklich sehr schön leuchtend sind und einfach der Hingucker sind. Die brauche ich persönlich nicht noch mit einem weiteren farbigen Ton kombinieren, sondern da reichen mir eben entweder diese bräunlichen Töne, Kupfertöne oder eben dieses etwas bärige oder movige. Also ich finde das in Kombination sehr, sehr schön. Und ja, deswegen hat mir die Palette von Anfang an super gut gefallen. Ich weiß gar nicht, bei welchem Platz wir sind. Ich, keine Ahnung, 20 oder so, bummelig. BH Cosmetics
Amethyst Palette aus dieser Birthstone-Reihe, die es in diesem Jahr einmal im Monat gab. Also einmal im Monat ist so eine kleine Palette rausgekommen und die hier gefällt mir farbtechnisch mit am besten. Ich finde, es sind sehr schöne Farben mit dabei. Es sind sehr farbintensive Pigmentierungen. Also die Augen-Make-ups, die ich mal damit geschminkt habe, die haben wirklich sehr, sehr geleuchtet, sehr hervorgestochen. Und ich finde toll, in Kombination diesen leichten Blauton, der hat da sehr, sehr gut zugepasst. Den Pressed Glitter habe ich jetzt bisher nicht verwendet, aber auch den finde ich an sich farblich ganz schön. Dieses, ja, bräunliche, bronzige, eher braun würde ich sagen. Ja, diese Paletten haben alle einen Pressed Glitter Ton drin. Ja, wie gesagt, ich habe mich bei einigen Paletten damit angefreundet, dass Pressed Glitters drin sind, habe auch die Augen-Make-ups damit eigentlich wirklich zugegebenermaßen sehr schön gefunden, komme ich gleich auch nochmal zu. Ja, wie gesagt, seit ich diesen NYX Glitter Glue habe, funktioniert das halt auch besser als vorher. Deswegen, ja, ist es okay, dass da einer drin ist. Hätte es nicht gebraucht unbedingt bei jeder Palette, aber das Konzept ist einfach bei diesen Paletten komplett gleich, nur eben, dass die Farben andere sind. Ja, schöne Palette, sehr, sehr gut von der Qualität. Dann als nächstes habe ich mal wieder eine NYX Palette ausprobiert. Hatte ich lange nicht. Ich hatte vor Jahren mal, also einige meiner allerersten Lidschattenpaletten kamen von NYX. Die waren aber qualitativ noch wirklich sehr weit hinterher, verglichen mit heute. Das ist jetzt eine von den neueren Paletten. Das ist die Ultimate Utopia Palette in dieser mittleren Variante. Es gibt diese Palette auch noch in einer 6er Kombination und in einer sehr großen Palette. Ich habe mich für die goldene Mitte entschieden. Ich finde die Farbkombination dieser Palette richtig, richtig toll. Finde ich, ist eine super schöne Zusammenstellung. Dieser Grün-Gold-Ton hier ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, alles. Also ich finde dieses Farbkonzept mega gut. Ja, was an sich die Palette sonst betrifft, von der Qualität her finde ich sie okay. Nicht herausragend, aber auch nicht schlecht. Es sind verschiedene Finishes drin. Wir haben matte Töne, wir haben matt mit einzelnen Schimmerpartikeln, wir haben metallisch schimmernde Töne, ein bisschen gröber, ein bisschen feiner. Und ja, es ist eine recht vielseitige Palette, trotz dessen, dass sie eigentlich eher klein ist. Und mir haben die Augen-Make-ups damit sehr gut gefallen. Deswegen hat sie diesen Platz, den sie jetzt hat, bekommen. Der nächste Platz geht an Catrice und die Bold Gold Palette. Ja, ich habe in diesem Jahr ganz, ganz viele Catrice Paletten getestet, weil ich auch ein komplettes Ranking-Video nur zu Catrice Produkten gedreht hatte in diesem Jahr. Das werde ich euch auch gerne nochmal in der Infobox verlinken. Ja, die Bold Gold Palette, die habe ich mir eigentlich, bin ich ehrlich, nur bestellt, weil ich diese Paletten von Catrice in dieser Art gesammelt habe. Ja. Ich fand sie eigentlich recht langweilig. Auch sie hat zwei Pressed Glitters drin gehabt, was mir auch ein bisschen ein Dorn im Auge war. Ja, ich habe so gedacht, okay, jetzt habe ich sie. Ja, ist ja ganz nett, aber als ich sie dann aber benutzt habe, ihr merkt schon, sie ist ja nicht auf den letzten Plätzen gelandet, hat sie mir dann doch wirklich sehr gut gefallen. Also ich fand die Augen-Make-ups damit sehr schön, intensiv, ein bisschen rauchig durch diese vielen dunklen Farben. Diese warmen Brauntöne gefallen mir einfach auf dem Auge auch sehr, sehr gut. Und ich habe auch einen, glaube ich, der Pressed Glitters für ein Make-up verwendet. Hat mir auch ganz gut gefallen, dann in Kombination mit diesen Brauntönen. Ja, also auch das eine Palette, die mich positiv überrascht hat. Dann Lethal Cosmetics, die After Dark Palette. Die habe ich euch auch vor kurzem erst in einem Video ein bisschen reviewed. Die sieht so aus. Erstmal ganz krass vom Farbschema her. Sehr wild gemixt, finde ich. Das ist auch so ein bisschen mein Problem. Ich habe darin drei Farbtöne, die ich nicht so schön finde,
die ich auch in Kombination mit den anderen Farben in dieser Palette nicht so wirklich unterbringen konnte. Also ich habe mehrere Make-ups mit dieser Palette geschminkt, aber irgendwie diese drei Farben waren immer über. Ich wusste nicht so recht, wo ich die hinklatschen sollte oder womit ich die kombinieren sollte. Deswegen bin ich nach wie vor am Überlegen, sollte ich irgendwann mal wieder bei Lethal bestellen, dass ich mir für diese drei Töne drei andere Lidschatten bestelle, denn bei diesen Paletten könnt ihr einfach diese Fännchen rausploppen und durch andere Farben ersetzen. Und ich glaube, dass ich das machen werde. Ansonsten finde ich die Palette nämlich sehr schön. Ich liebe diesen lila Ton hier, der bei euch, glaube ich, in der Kamera recht silbrig wirkt. Wenn ich den so angucke, ist er mehr fliederfarben. In Kombination gerade so mit diesen Farben hier, super, super toll. Das Lila ist ganz schön, schön dunkel, eignet sich toll zum Schattieren. Dieser Schimmerton ist auch schön. Also ja, bis auf diese drei Farben ist die Palette super. Dann komme ich wieder zu BH Cosmetics und der Hängen in Hawaii Palette. Die ist mittlerweile leider überarbeitet worden, was das Design betrifft. Sieht in meinen Augen jetzt nicht mehr so schön aus wie das Original, aber die Farben sind die gleichen geblieben. Gibt es auch bei BH in der Theke, sollte euer DM eine BH-Theke haben. Ja, die Farben wirken auch wie bei der Revolution Allure Palette zum Beispiel auf den ersten Blick recht teilweise ähnlich, so ein bisschen langweilig. Aber ich muss sagen, bei dieser Palette ist einfach die Qualität so Bombe, dass die Palette relativ hoch gerankt ist. Die ist wirklich, also die Farben, die matten Farben sind so toll pigmentiert, lassen sich auch so toll aussoften, also das ist wirklich mega, mega toll. Und dann haben wir hier diese Schimmertöne, die auch wirklich wunderschön sind, wunderschön dazu passen. Trotzdem natürlich sich auch ein bisschen ähneln, aber man hat sich für diese bräunliche, sehr neutrale Palette entschieden. Das ist nun mal einfach so. Warum es dann unbedingt eine Hawaii-Palette ist, weiß ich nicht. Eigentlich stelle ich mir Hawaii so vor meinem geistigen Auge ein bisschen bunter vor. Aber es ist eine wirklich wunderschöne und vor allem qualitativ herausragende Palette. So, dann nächst höher gerankt ist die Odin's Eye Elva 2 Palette. Auch die habe ich euch vor kurzem erst gezeigt. Vom Farbschema her auf den ersten Blick nicht meins. Warum ist sie trotzdem so hoch oder relativ hoch gerankt? Die Augen-Make-ups damit haben mir wirklich sehr gut gefallen. Auch hier ist es einfach so, dass diese Palette sehr besondere Farben hat und sehr besondere Farbkombinationen bietet. Die Pressed Glitter Töne, hier sind es zwei, bei der Elva 1 Palette gibt es keinen Pressed Glitter. Die sind besonders. Der hier ist so orange mit grünen Schimmerpartikeln und dieser hier ist so violett-silbrig. Ganz, ganz toll. Diese Farbe hier, Orange Bonbon, ist die knalligste Orangefarbe, das knalligste Orange, was ich jemals auf meinem Auge getragen habe. Das Augen-Make-up spricht für sich, finde ich, so toll. Ja, und deswegen ist die Palette bei mir relativ hoch gerankt, weil sie einfach wirklich diese Besonderheit in sich trägt. Jetzt kann ich wieder zählen, jetzt ist es übersichtlich. Platz Nummer 11 ist nochmal eine BH Cosmetics Palette und zwar die Smitten in Switzerland Variante. Die gibt es noch in der alten Variante. Ich weiß gar nicht, wurde die auch schon überarbeitet? Doch, ich glaube schon. Und auch das Design gefällt mir nicht. Ich glaube, ich habe es vor meinem Auge. Auch hier ist es eine Palette, die eigentlich nicht meinem Beuteschema entspricht. Aber gerade deswegen hat sie mir ganz gut gefallen. Das ist so ein bisschen ein Step aus der Comfortzone raus. Und ja, auch die hat eine wirklich sehr, sehr gute Qualität. BH Lidschattenpaletten sind einfach qualitativ sehr, sehr, sehr gut. Es gibt hier und da ein paar Unterschiede, aber ich hatte noch nie eine schlechte BH-Palette. Ich hatte nur gute und sehr, sehr gute. Das hier ist eine gute. Und ja, auch hier
einfach besondere Farbkombinationen, besondere Augen-Make-ups, die ich so in dieser Farbkombination vorher noch nicht getragen habe, die ich, ne, in meinem Badezimmerspiegel beim Händewaschen doch nochmal immer genauer betrachten musste. Und ja, das ist mir bei dieser Palette sehr positiv in Erinnerung geblieben. Deswegen, ja, Platz Nummer 11. Wir schlittern in die Top 10. Platz Nummer 10 ist auch eine Palette, die mich sehr überrascht hat. Bei der ich auch nicht gedacht hätte, dass sie mal Platz 10 wird in einem Ranking. Von Physicians Formula, die Tropical Days Palette. Wurde mir auch zugeschickt, hätte ich mir selber nicht gekauft, weil ich das Packaging ist nicht so meins, muss ich sagen. Und diese unterschiedlichen Fändchenformen entspricht auch jetzt nicht so meiner Ästhetik, sagt man das so, meinem Geschmack. Es gibt auch tatsächlich zwei Farben, diese beiden hier, die ich tatsächlich gar nicht so gut finde. Die sind nämlich nicht so stark pigmentiert, wie sie erstmal so rüberkommen im Fändchen. Ich finde, die stechen schon raus. Aber dieser Farbton hier, dieses Flida Mauve, ist einer der schönsten Farbtöne, die ich dieses Jahr benutzt habe. Der hat mir einfach in der Lidfalte so unglaublich gut gefallen, dass ich auch den immer wieder anstarren musste, als ich ihn auf meinem Auge getragen habe. Zudem haben wir hier einen sehr, sehr intensiven Metallic-Ton drin, der auch richtig gut zur Geltung kommt. Wir haben hier schöne Brauntöne zum Schattieren, helle, softe Töne zum Aussoften. Ja, es ist eine überraschend wirklich sehr tolle Palette, obwohl zwei Farben davon nicht so gut funktionieren. Ja, aber die anderen Farben hauen es einfach raus. Vor allem eben, wie gesagt, dieser Mauve-Ton hier, der ist einfach so, so schön. Platz Nummer 9, eine Anastasia Beverly Hills Palette, und zwar die Amreezy Palette, die Glitzerbombe hier, die pinke Glitzerbombe. Ja, Barbie lässt grüßen. Die Palette sieht von innen so aus. Und ich habe mich erinnert, ich habe Videos gesehen in den letzten ein, zwei Jahren, wo diese Palette drin vorgekommen ist und wo diese Palette mega, 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 mega gut bewertet wurde. So als die beste Anastasia Palette. Und als ich sie dann selber so die ersten beiden Male getragen habe, habe ich mir gedacht, so, also das unterschreibe ich jetzt nicht. Ich finde, also meine liebste Anastasia-Palette ist die Norvina-Palette, die lilane. Die finde ich wirklich ganz, ganz toll. Bei der hier habe ich die ersten Augen-Make-ups, also einmal mit diesem rötlichen Pinkton geschminkt. Den finde ich jetzt, entspricht nicht so meinem Geschmack auf meinem Auge. Mochte ich jetzt nicht so gerne leiden. Ich habe einen mit einem Blau, also mit dem Blau geschminkt. Dieses Blau ist über Tag sehr verblasst. Also am Anfang kam das noch ganz gut rüber, aber mit der Zeit hat man von dem Blau nicht mehr viel gesehen. Und das finde ich bei einer so teuren Palette schon so ein bisschen, was heißt ein bisschen? Das finde ich negativ. Aber was ich sagen muss, diese matten Töne, die sind next level. Also die sind einfach so krass pigmentiert, dass ich mich beim Schminken oder beim Auftragen richtig erschrocken habe und gedacht habe, so scheiße, das sollte jetzt eine softe Lidfaltenfarbe sein. Zum Beispiel diese Farbe OG. Das ist für mich eigentlich eine Lidfaltenfarbe. Und dann hatte ich so viel, also so intensive Farbe auf dem Lid, dass ich gedacht habe, so, hoffentlich kriege ich das verblendet. Ja, habe ich verblendet bekommen. Eignet sich trotzdem als Lidfaltenfarbe, aber die Pigmentierung der matten Farben ist krass. Ist richtig, richtig, richtig intensiv. Ja, auch hier haben wir zwei Pressed Glittertöne drin. Den einen habe ich, das ist noch gar nicht lange her, als ich den getragen habe, Litty. Ein super schöner Farbton, passt unheimlich gut zu diesen braunen Tönen. Also das hat mir sehr gut gefallen, dieses Augen-Make-up. Es kommt natürlich auf dem Tragebild immer nicht ganz gut rüber. Also Pressed Glitter ist immer schwer einzufangen auf einem Foto. Ja, aber der ist sehr schön. Ich mag auch diesen Topper, der ist auch so ein bisschen Duochrome-mäßig, mag ich auch sehr gerne. Also ja, es ist schon
Also bis auf diese beiden Dinger hier ist es schon eine sehr, also qualitativ sehr, sehr hochwertige Palette. Platz Nummer 8 ist diese Palette hier von BH Cosmetics, die Passion in Paris Palette. Da seht ihr zum Beispiel dieses neuere Design. Es ist Pappe, dieses nicht beschichtete, dieses matte. Es ist ein Bild von der Stadt drauf. Bei den anderen Paletten waren so Merkmale entweder der Stadt oder des Landes so drumrum um dieses Schildchen hier. Und das fand ich einfach so toll und so besonders. Und das hier, ja, es ist ein Foto vom Eiffelturm. Wow. Diese neueren Paletten haben auch keinen Spiegel mehr. Das persönlich stört mich jetzt nicht. Da kann ich das Argument umwelttechnisch, es ist besser zu entsorgen, ohne Spiegel, kann ich voll verstehen, alles gut. Ja, die Palette sieht so aus. Ich habe am Anfang wirklich geschwankt, soll ich sie mir bestellen oder nicht, weil es sind viele Blautöne, die ich ja eigentlich, wie anfangs schon gesagt, nicht so unbedingt gerne trage oder viel trage. Aber ich muss sagen, als ich die das erste Mal geswatcht habe, ich habe gedacht so, für den Preis, diese Paletten kosten 16 oder 18 Euro. Die Qualität, die Pigmentierung, die ihr hier bekommt, die ist so krass, die ist so gut, also wirklich Wahnsinn. Und mir haben die Augen-Make-ups damit auch wirklich gut gefallen, obwohl die eben schon echt sehr dunkel, sehr intensiv waren. Aber natürlich, was will man erwarten, ne? Wenn man die Palette sieht, dann weiß man, dass die Augen-Make-ups damit ein bisschen dunkel werden. Ja, sie haben mir trotzdem unheimlich gut gefallen. Auch hier richtig schöne Schimmertöne, toll intensiv pigmentierte matte Töne. Sehr gute Palette, sehr, 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 sehr gut. Aber nicht meine liebste BH-Palette in diesem Jahr, es folgen noch ein paar. Platz Nummer 7 ist eine kleine Palette von MAC. Die gibt es schon ganz lange. Das ist die Burgundy Times 9 Palette. Ja, 9 Farben. Super. Also auch jetzt eigentlich gar nicht so super spannend. Auch hier haben, also hier gibt es jetzt zum Beispiel keinen besonderen Farbton in dieser Palette. Aber alle Farben sind einfach sehr schön pigmentiert und das Augen-Make-up, was mit dieser Palette entsteht, oder die Augen-Make-ups, die sehen einfach immer so wunderschön aus, dass diese Palette auf jeden Fall unter den Top 10 landen musste. Also jedes Mal, wenn ich die getragen habe, habe ich gedacht so, die ist einfach gut, die ist einfach wunderschön, wenn auch sehr schlicht vom Packaging, aber ja. So, ab jetzt tut es mir leid mit den Lichtverhältnissen, aber mir ist auch der zweite Akku leer gegangen. Das Video ist einfach so lang und ich habe ihn jetzt aufgeladen, aber es ist jetzt natürlich mittlerweile dunkel draußen. Deswegen muss ich mit Kunstlicht aufnehmen, also nehmt es mir nicht krumm. Es ist jetzt so. Platz Nummer 6 ist bei mir dieses Schätzchen hier geworden. Die habe ich euch auch vor kurzem gezeigt. Die BH Cosmetics Aqua Marine Palette. Die kommt aus dem Monat März. Und ich habe sie vor kurzem erst das erste Mal benutzt. Eigentlich auch eine Palette, die ich mir nie gekauft hätte, wäre sie nicht Teil einer Sammlung. Weil das Farbschema, ich fand es von Anfang an irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Es sind 3 Blautöne drin, die ich normalerweise nicht gerne benutze. Und dann kombiniert mit diesem Rot, mit dem Braun, irgendwie konnte ich mir da nicht so recht was vorstellen. Ja, aber manchmal ist es dann doch ganz gut, einfach mal was auszuprobieren. Und es ist ein Augen-Make-up rausgekommen, in dem ich all diese Farben benutzt habe. Ich glaube, außer diesen Petrolton, den habe ich in diesem Augen-Make-up getragen. Das fand ich schon soweit ganz nett. Das Augen-Make-up hat mir jetzt nicht super gut gefallen, aber auch nicht schlecht. Aber ich habe dann alle anderen Töne gemeinsam in einem zweiten Look getragen, inklusive dieses Pressed Glitters hier. Und dieses Pressed Glitter, das ist das allerschönste Regenbogen Glitter, was ich jemals gesehen habe, getragen habe. Also der Look
Hat mir wirklich so unheimlich gut gefallen und euch auch. Ich hatte den in 2 Videos getragen und ihr habt es sehr oft in die Kommentare geschrieben, dass ihr diesen Look auch wirklich sehr besonders fandet. Und ja, deswegen ein absolutes kleines Überraschungsei. Platz 5 ist die zweite Lethal Cosmetics Palette, die ich in diesem Jahr benutzt habe. Das ist die Velvet Dusk Palette, auch also gleiche Größe wie die After Dark. Auch hier mit frei füllbaren Pfändchen oder wieder auffüllbaren Pfändchen. Hier sieht das Farbschema so aus. Es ist ein bisschen dunkler, es ist grungy, smoky und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also die Augen-Make-ups damit, die wirken eben auch so in diese Richtung, ein bisschen dunkel, ein bisschen rauchig. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, und hier ist jetzt auch kein Ton mit dabei, der meiner Meinung nach nicht irgendwie mit den anderen kombinierbar ist. Ja, es passt alles irgendwie zusammen und die Looks daraus fand ich sehr cool. Die Pigmentierung ist wirklich sehr, sehr, sehr gut, sowohl von den matten als auch von den Metallic-Schimmerfarben. Ja, die finde ich auf jeden Fall nochmal um einiges besser als die After Dark, wobei die After Dark Palette vielleicht noch etwas besonderere Farben drin hat, aber wie gesagt, auch 3 komische. Platz 4, wir sind wieder bei BH Cosmetics. Das ist geworden die Avocado Toast Palette. Erstmal finde ich es unheimlich lustig, eine Palette zum Avocado Toast zu machen. Ich liebe Avocado Toast, by the way. Habe ich lange nicht mehr gegessen, aber mag ich richtig gerne. Ich finde das Packaging auch richtig lustig, also weil eben auch ja, zwar ein herzförmiger Kern der Avocado da drauf ist, aber eben auch eine Scheibe Toast. Also ich finde es irgendwie sehr lustig. Und die Farben der Palette sind ja so ein bisschen grünlich natürlich angehaucht, passend zur Avocado. Was mir hier besonders gut gefällt, neben der tollen Qualität der Palette, denn auch hier sind sowohl die matten Farben als auch die Schimmerfarben, Metallicfarben durch die Bank weg super gut pigmentiert. Die Farbnamen sind ganz, ganz toll gewählt, denn die passen alle zum Thema Avocado Toast. Es gibt Spicy, die Farbe Hass, es gibt ja die Sorte Hass Avocado. Es gibt Holy Moly, von der Guacamole wahrscheinlich, abgeleitet. Green Juice, Superfood, Lemon Pepper und so weiter. Also da hat sich jemand auf jeden Fall Gedanken zu den Farbnamen gemacht. Und was ich hier auch super toll an dieser Palette finde, die macht Grüntöne wirklich tragbar. Bei mir ist es so, genauso wie bei Blautönen, ich trage sie nicht hundertprozentig gerne. Es kommt einfach auf die Kombination an, mit welchen Farben ich ein Grün trage. Und mit diesen Farben dieser Palette gefallen mir diese Grüntöne wirklich super gut. Sei es jetzt mit diesem warmen Braunton, mit diesem Gelb oder auch mit diesem Rosa hier. Das passt alles unheimlich gut zusammen und ist sehr, sehr harmonisch. Und ja, deswegen ist diese Palette mein Platz 4. Den ersten Schritt aufs Treppchen macht eine Catrice Palette. Die letzte aus dieser Palettenreihe in dieser Größe, die es auch nur noch online gibt, aber wieder online. Sie war eine Zeit lang ausverkauft, es gibt sie aber wieder. Die Daring Nude Palette. Wunder, wunder, wunderschön. Ganz, ganz tolle Farben. Hauptsächlich dieses dunkle, bärige in Kombination mit so ein bisschen Gold, ein bisschen Kupfer. Ja, ebenso ein Farbschema wieder ganz nach meinem Geschmack. Hier haben wir ja so ein paar Töne, die diese Swirl-Optik beispielsweise drin haben, was ganz cool ist. Wir haben ansonsten auch wieder so einen guten, ausgewogenen Mix aus matten und schimmernden Farben. Sehr, sehr schön, kein Pressed Glitter drin und eine tolle Qualität. Also ich kam mit der Palette super gut zurecht. Mir gefiel sie von Anfang an mega, mega gut. Tolle Catrice, Qualität. Ja, die hat es sofort aufs Treppchen geschafft. Platz Nummer 2
ist nochmal eine BH Cosmetics Palette, die letzte für dieses Video. Es ist die Lost in Los Angeles Palette. Die habe ich euch auch vor kurzem erst noch gezeigt. Auch leider dieses neuere Design, was ein bisschen schade ist, aber die Farben sind so, so toll. Es ist so eine richtig schöne Pastellpalette, aber eine kräftige Pastellpalette. Also es ist hier nichts mit dezenten, zarten Farben, sondern die Farben haben richtig Wumms, haben eine richtig gute Pigmentierung. Auch hier wieder matt und schimmernd als Finishes, also als einzige beide Finishes. Ich finde die Farbkombinationen hier in der Palette sehr, sehr, sehr toll. Die Palette gibt mir so richtig schöne Inspiration, weil ich mache das bei so größeren Paletten immer gerne, dass ich zum Beispiel die Farben einer Reihe als Augen-Make-up schminke. Und diese Reihen passen für mich sehr gut zusammen. Oder ich schminke ein Quattro. Moment, wie mache ich das jetzt? So zum Beispiel. Passt super gut zusammen. Oder dieses hier. Oder eben unten dieses hier. Das sind für mich ganz, ganz tolle Zusammenstellungen und einfach eine Palette, die mich inspiriert. Und das habe ich bei Paletten super gerne, dass ich einfach reingucke und denke so, okay, ich sehe hier sofort Kombinationen, die super interessant sind, auf die ich vielleicht von alleine gar nicht gekommen wäre, aber dadurch, dass sie so angeordnet sind, wie sie angeordnet sind, sehe ich sofort diesen Look da drin. Und das finde ich bei dieser Palette wirklich sehr, 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 sehr gut. Trommelwirbel, wir kommen zu Platz 1. Meine allerliebste Lidschattenpalette in diesem Jahr. Der Kreis schließt sich. Es ist eigentlich ganz witzig. Es ist eine Pro Slim Palette von Catrice. Ja, sowohl der letzte Platz als auch der erste Platz ist eine Palette aus dieser Pro Slim Reihe. Und genau dadurch könnt ihr eben sehen, wie die Qualität tatsächlich schwankt. Die Frühlingspaletten waren absolut nicht überzeugend, nicht gut, nicht spannend. Und hier haben wir eine, ich glaube, das war die Herbst-Winter-Palette aus dem Jahr 2020. In diesem Jahr gab es auch eine sehr gute Palette, die habe ich aber nur für ein Video getragen und jetzt nicht mehrere Looks damit geschminkt. Deswegen, also solche Paletten habe ich hier generell nicht reingenommen. Ich habe natürlich noch mehr Paletten ausprobiert, getragen, aber ich habe wirklich nur die reingenommen, mit denen ich mehrere Looks an mehreren Tagen geschminkt habe. Deswegen die Palette aus 2020. Vintage Soul, die sieht so aus. Ist eine auch sehr rauchige, dunkle Palette. So ein bisschen, ja, als wenn sie mit so einem dunklen Filter überzogen wäre. Und genau das finde ich ultra spannend an der Palette. Die hat auch zwei so besondere Töne mit diesem Sprinkle-Effekt, mit diesen Flecken, was ich ganz cool finde, so optisch. Und die ist super gut pigmentiert. Also hier ist wirklich jede Farbe richtig schön intensiv. Die matten Farben funktionieren super toll. Wir haben viele smokige Töne, wodurch das Augen-Make-up eben so richtig schön rauchig aussieht. Und wir haben ganz tolle Schimmertöne. Vier so fein schimmrige Töne, gleichmäßig schimmrige Töne. Und diese beiden mit diesen Flecken sind so ein bisschen gröber schimmrig und ja, oh, ich liebe diese Palette. Die ist wirklich so, so, so schön. Auch hier habe ich so im ersten Moment gedacht, als ich sie gesehen habe, zum ersten Mal auf dem Pressebild, okay, das Farbschema ist so ein bisschen komisch, ist so ein bisschen alles so ein bisschen gräulich, ich weiß nicht, aber ich bin froh, dass ich sie mir dann doch bestellt habe. Sie ist großartig. 100%ige Empfehlung, falls ihr die noch nicht ausprobiert habt. Ja, okay, dann war es das zu meiner Palettenleidenschaft im Jahre 2021. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie fandet ihr das Video? Wie findet ihr meinen Plan, mich im nächsten Jahr so ein bisschen mehr zu fokussieren? Ja, was euch einfällt, lasst es mir super gerne als Kommentar da und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich
von euch aus diesem Jahr und wünsche euch einen super guten Rutsch ins Neue in 2022. Auf dass es ein richtig schönes, tolles, abenteuerreiches, glückliches Jahr wird für euch. Und ja, macht's gut. Wir sehen uns. Ciao, ciao.